Moin Leute und willkommen zur Folge Star Citizen. Wir sind jetzt in der Version 3.1. Die ist jetzt live heute gegangen. Ich glaube, so gegen 18 Uhr, 15 Uhr, irgendwo so. Ich war leider nicht da, wo es genau live gegangen ist. Ich wollte nur mal kurz so einen Überblick machen, was ist neu. Also, beziehungsweise, ich habe selber erst gerade reingeschaut. Also, ich mache das Ganze blind. Ich wollte mal in Star Marine reinschauen, was so in den Loadout Customization. Zungenknoten drin, ihr wisst ja, was ich meine. Loadout Customization, das sehen wir schon. Wir können hier den Torso anfassen und sogar drehen mit der linken Maustaste. Also, wie das ganze Ding ausschaut. Wir können hier Select Loadout machen, für wen wir das Loadout erstellen werden. Also, das sieht auf jeden Fall neu aus. Equipped, okay, das kann ich. Kann er auch ausziehen, alles klar. Undersuit. Okay, ich muss den, glaube ich, aber anmachen. Ah ja, genau, sonst kann man keine Weapons. Okay, alles klar. Okay, auf jeden Fall, wir sind hier schon mal ausgerüstet, beziehungsweise hier können wir uns ausrüsten. Spare Weapons, Weapon Sidearm. Da können wir die oder die nehmen. Sidearm ist nochmal ist die da. Ballistik, okay, nehmen wir die. Finde ich besser als, als Energy, aber das ist immer Geschmackssache. Dann können wir hier Spare Weapon, die sehen wir gar nicht. Sniper, okay, schade. Schade, dass wir die nicht sehen, aber okay, anyway. Equipped, das können wir hier noch machen. Und dann nehmen wir nochmal eine P4 Armor. Helm, okay, und da können wir schon da individuell scheinbar entscheiden zwischen den, den und den. Ja, toll, die schauen alle jetzt so mega aus. Armor können wir uns ausrüsten mit einer High. Okay, das wäre auf jeden Fall geschickt, aber ein Helm, besser vielleicht einen leichten oder so. Field Combat, ich glaube, da kommt der Medio ganz gut ran. Torso, warum Torso der? Weil einfach da der meiste Beschuss drauf ist, in meinen Augen. Die Arme könnten wir eigentlich auch gut panzern und bei die Beine, da können wir uns ein bisschen Gewicht sparen. Ist das der Heavy schon? Dann ist das der Medium und der reicht in meinen Augen. Also so könnten wir schon gut in den Kampf gehen. Sind wir zwar langsamer, aber mein Gott, ist halt so. Und dann halt die Granaten, die wir equippen können. Wenn ich das so viel mitnehme. Okay. Alles klar. Wir nehmen mal mit, ne? Was es Zeug hergibt. Okay, das wäre auf jeden Fall das Loadout. Schade, dass ich die Waffen jetzt nicht sehe. Das finde ich ein bisschen schade. Ah, der Primary doch, da. Da wollte ich doch die nehmen. Primary, weil ich die ganz cool finde als Hauptgun. Und dann könnte ich noch so eine Gun nehmen als Nebengun. Ballistic Shotgun. Shotgun eigentlich weniger. Mag die Shotguns nicht so. Eine Sniper. Ich bin nicht so der Sniper-Typ. Energy. Ups. Achso, weil ich die schon habe, alles klar. Da können wir die nehmen, die ballistische hier. Da können wir aber auch die nehmen. Die gefällt mir optisch besser. Dann sind wir mit so zwei Sturmgewehren ausgerüstet. Das finde ich ganz cool, weil die sind recht schnell. Und ja, dann machen wir noch Magazine, oder? Spare Weapon. Das verstehe ich halt nicht, weil Spare Weapons, was die einem bringen. Ach, Magazin, jetzt. Magazin 1 für Primary und dann brauche ich natürlich auch die. Okay, alles klar. Da können wir theoretisch noch mehr Magazine mitnehmen. Alles klar, das können wir machen, damit sie uns nicht ausgehen. Das wäre natürlich, ja, soweit klar. Pistol brauche ich eh fast nicht. Okay, jetzt wird es dann zu viel. Gut, das wäre auf jeden Fall das Loadout. Für unseren Marine-Spieler und dann bräuchten wir halt noch einen Loader für einen Outlaw oder für eben für das andere. Ja, haben wir das schon mal gesehen? Mehr wollte ich auch nicht zeigen. Also ich will auch nicht in-game jetzt erstmal gehen, sondern wirklich kurz die Benutzeroberfläche und so weiter durchschauen. Im Menü hat sich zum Glück nichts verstellt, wie ich es mitgekriegt habe. Also was die Controller, also oder Joysticks angeht. Ich kann nochmal in Arena Commander gehen, ob sich da was verstellt hat. Und dann will ich schon ins Universe gehen, weil ich will die Folge nicht ganz so lang machen. Ship Customization.
Ja, das sehen wir schon, das ist wieder eine neue Oberfläche. Wir selecten mal ein Schiff. Ah, welches nehmen wir? Nehmen wir die selber. Mal schauen, ob es überhaupt geht. Ah, supi. Auf jeden Fall richtig hübsch. Kann man da raus scrollen? Das geht nicht, oder? Nee, nee, scrollen geht leider nicht. Oh, doch. Doch, scrollen ging. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe die Mitteltaste gedrückt, also Mittelmausradtaste so auf die Seite gedrückt und dann war es auf einmal weg. So. Hä? Kann ich das so wieder? Das ist lustig. Jetzt kommt die Nachricht. Mal schauen, was jetzt kommt. Bestimmt ein Kumpel. Oh, ne. Ich muss kurz was lesen. Kleinen Moment. Nein, das mache ich später. Warum verschwindet die, wenn ich drücke? Wenn ich drücke. Ich drücke linke Maustaste zum Drehen und dann Mittelmausrad. Und dann war das weg. Am Mittelmausrad kann man nicht zoomen. So kann man auch nicht zoomen. Mit WA irgendwas? Geht auch nicht. Das ist total ekelhaft gerade, weil das war dann weg. Schade. Ich will es nicht schon wieder machen, weil. Naja, ne, einmal kann ich es probieren. Also drehen passiert nichts, erst wenn ich es klicke. Also wenn ich das Mausrad drehe, passiert nichts. Und die linke Maustaste gedrückt hat, erst wenn ich. Okay, da passiert auch nichts. Okay, vielleicht war das ein Fehler. Whatever. Keine Ahnung. Gut, Gladius. Shield, Left. Okay, dann. Damit habe ich noch absolut noch keinen Plan, was man da machen kann. Ist, glaube ich, eh schon der Beste, so wie es ausschaut. Weaponry. Was ist. What the fuck? Wie wird denn das geschrieben? Minus 1, also hier Size und Great. Hat minus 1 gehabt. Ich glaube mal, das ist also schlechter, wenn ich die dran baue. Oder? Keine Ahnung, was Great also der Grad oder was? Great ist das Grad bei uns auch? Müsste ich jetzt lügen. Mein Englisch ist jetzt nicht so der Mega-Brüller. In News. Aber da haben wir ja genauso viel. Das von den Missiles. Ah, okay. Gut, auf jeden Fall hat sich das im Positiven schon geändert. Vom Optischen her, also von der Haptik her, fände ich das schon sehr nice gemacht. Auch mit dem schönen Zoomen. Also mit dem schönen Zoom. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt gehen wir mal kurz rein. Oh, jetzt darf ich ja mein Gesicht steuern. Ach du Scheiße, ich sollte vielleicht mal den Ton erst machen. Mal, in welchen Ton gehe ich denn rein? Ich bin ein sehr heller Typ mit einem leichten bräunlichen Touch. Mit einem leicht bräunlichen Touch. Ne, das ist zu weiß, das ist zu milchig. Und der passt, glaube ich. Ja, ich glaube, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Vom Skin-Typ. Ah, hier. Mit einem leicht bräunlichen Touch. Also der kommt sehr gut hin. Ich überlege noch der. Der ist zu milchig irgendwie. Der ist zu rosig. Der ist zu braun. Der ist zu alt. Wobei das schon fast bei mir hinkommt. Ich glaube, da nehme ich den. Gut. Dann Face. Ich bräuchte erstmal die Frisur. Der so schaut nicht aus. So auch nicht. Haben die so einen langen Schnabel? Oh, oh, oh. So schmale Lippen habe ich nicht. Eigentlich der ja irgendwie, so Face 1, so kann man den drehen? Nee, so eine krasse Hakennase habe ich nicht, Leute. Und so ein, ich glaube, so ein breites, ja, das Kinn. Wobei, so eine schiefe Nase habe ich schon. Leute, und der hat bestimmt eine zu spitze Nase, also ne, oh ne, das geht überhaupt nicht. Phase 3, Phase 6. Der hat halt keine Lippen, ne, irgendwie. Die Nase würde passen, aber die Lippen sind zu schmal. Und so eine Huckelnase habe ich nicht so breit. Also nehmen wir die. Ein Hairstyle, was geht denn an Hair? Echt jetzt, Leute, war es das mit dem Hairstyle? Leute, das ist nicht euer Ernst, gibt's ja keine Glatzen oder was? Scheiße. Wie würde ich rumlaufen, wenn ich lange Haare hätte? Das, nee, das wäre zu Nazi-mäßig.
Ach, fuck. Ich glaube, ich würde eher. Er wird es so rumlaufen? Nee, never ever, niemals. Okay, dann machen wir das so. Der Cut gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe einen Kollegen, der läuft so rum. Beziehungsweise zwei sogar, der schaut gar nicht so schlecht aus. Herz müsste ich alles weiß machen. Aber ich bin nicht weiß, was die Hairs angeht. Ich bin immer so dunkelbraun. Wobei das ja ein Fantasiecharakter sein könnte. Ne? Machen wir den hier. Hair Color, also habe ich da gerade gemacht. Dark Red, warum habe ich einen Dark Red jetzt genommen? Ich habe doch Dark. Ah, bin ich bescheuert? Dark Brown. Medium Brown. Medium Brown. Red. Ist das? Red Black. Brown. Ist doch kein Braun, Leute, wollen wir verarschen. Ist doch kein Braun gewesen. Leute, also ich glaube, die haben irgendwas an der Farboptik. Okay, machen wir Dark Red, so schlimm ist es gar nicht. Und die Farben. Die haben die zweifarbig. Das ist blöd. Upp, der schläft ja gleich ein. Rot ist geil, schön rot unterlaufen. Brown. Black. Eigentlich habe ich so eine. Ne, das ist eigentlich sowas hier in die Richtung, aber zwischen Braun und Rot habe ich es eigentlich so. Braun, Grün, Rot. Mein Gott, das ist ja schon wie so ein Date. So. Accept. Ja, safe. Natürlich machen wir es safe. Charakter Customization. Okay, also der Button ist dazugekommen. Hangars. Schauen wir uns den Hangar an. Na, oder? Ach, gucken wir mal kurz rein. Komm, ich will mal kurz einen Hangar reinschauen. Das will ich jetzt schon mal. Vielleicht hat sich ja was geändert. Man kann nie wissen, deswegen sollte man ja nichts ausgrauen. Ich könnte jetzt natürlich jeden Hangar raus machen. F4. Warum habe ich denn jetzt was an, Alter? Die Fix, muss ich mich jetzt ausziehen? Kann ich mich? Oh. Das ist neu. Okay, alles klar. Anders gut. Clothing. Ach so, ich habe nicht zum, ich habe keine Klamotte. Ach, oh, das ist ärgerlich. Aber der Charakter sieht auf jeden Fall schon hot aus. Suit unequipped. Ah, geht doch, doch, siehst du? So, und jetzt gehen wir mit F1 wieder raus. Das müsste gehen, oder? Ja, F4. Was hat der für Haare? Alter, ich habe Pilzbefall am Kopf. Was ist denn das? Was ist, was war denn das? Hey! Meine Haare, ich hab Pilzbefall am Kopf. Okay, ich habe hier irgendeine Taste noch drin. So. Der schaut lustig aus, oder? Ein bisschen verbuggt, aber. Oh, die Gesichtszüge so. Berserker. Aber irgendwie komme ich gerade nicht aus dem Mod raus, aus dem Umschau-Modus. Geht's jetzt wieder besser? Okay, jetzt geht's besser. So. Jetzt, oder? Ja. Gut. Das ist der Modus. Das ist ja nur die Kopfbewegung. Genau, okay. Jetzt unter 4 ist der. Wie schaut es hier aus? Mit den Vehicles. Geht das so nicht mehr? Das war doch immer F, oder? Ah, das war direkt Maustaste klicken. Stimmt, da war was. Wie? Ich habe nur eine Cutlass. War nicht nur eine Cutlass Black, das stimmt nicht. Ich habe ja eigentlich eine Cutlass Red. Oh. Hallo? Okay. Ah, braucht etwas zum Laden. Alles klar. Und die schaut jetzt nicht wirklich besser aus als sonst. Und was haben wir noch? Was können wir noch hier machen? Ein kleines Schiff. Und so ein Zweier-Vehikel. Will nur schauen, ob es es gibt oder nicht. Ach hier, Cutlass Red ist noch in 2 eingestuft. Alles klar. Titan. Das wird immer noch die alte sein. Okay, die hängt auch noch nach. Schade. Finde ich schade, dass es noch nicht die neue gibt. Aber vom Hangar, glaube ich, hat sich nicht so viel getan. Jetzt gehen wir nochmal schnell hoch. Dann muss ich noch den Knopf drücken, oder wie? Hier fehlt die Musik. Leute, ich habe die Musik vergessen anzuschalten.
Ich habe eine Musikbox irgendwo als Flair mir damals gekauft, weil ich unbedingt Musik in meinem Hangar haben wollte. Komm, geh auf hier. Aber ich glaube, hier wird sich nichts tun. Der Kopf. Das ist so geil. Wenn man in dem falschen Umsehen-Modus drin ist, dann ist das lustig. Wall, was kann ich an die Wand? Nichts, ich habe zwar Wasser für die Wand, aber man kann nichts anhängen. Okay, alles klar. So. Muss ich hier reingehen? Sagt der Welcome Commander. Hallo? Nichts. Nichts passiert. Kein Ton. Ein neues Armband ist dran. Kann das sein? Ich meine schon. Finde ich irgendwie nice. Aber ich finde es schade, dass ich meine Shootbox nicht. Ja, toll. Finde ich schade. Hätte ich mich gefreut, hätten sie das reingemacht. Und läuft das unter 1. Ah, das läuft unter 1, okay. Aber ich habe keine Musik drin, oder? Stimmt. Die müsste ich erst reinladen. Schade. Jukebox geht leider nicht. Vielleicht weil die Musik fehlt. Egal, nicht so schlimm. So, ich hatte aus. Okay, das sieht auch ganz nice aus, aber mehr war's. Das auch mehr gibt's auch schon nicht mehr zu sehen. Dann könnte ich ja noch rüberschauen und so weiter. Das ist aber alles irgendwie Pillepalle. Die Titan kommt sowieso anders. Gut, dann gehen wir da raus. Da haben wir gesehen, vom Hangar her ist nicht wirklich mehr. Exit to Menü. Ich glaube, das ist eher so. Ja. Mal gucken. Wir gehen mal in Crusaders, Best Region. Friends, den wollen wir noch nicht, weil ich mache ein Let's Play. Das Screen ist neu. Schaut schön aus. Das neue Bild mit der fetten Reclaimer, oder ist das? Gefällt mir gut. Gefällt mir schön. Also gefällt mir wirklich gut. Das gefällt mir schön. Mein Gott. Und dann gucken wir mal, wie wir aufwachen werden. Ganz neu. Sollte vielleicht gerade einen Break machen, ne? Haben gerade hier einen FPS. Loading. Ich glaube, die Folge machen wir ein bisschen länger. Geht jetzt 17 Minuten. Mal schauen. Ja, wird vielleicht auf 40 Minuten rauslaufen. Also wenn, dann spult es einfach vor. Und ich sag's jetzt schon, ich freue mich auf jeden Fall über ein Follow. Ja, ist gut, mein Handy. Ich freue mich echt über ein Follow und besucht mich gerne bei Twitch, wenn ihr das wollt. Das streame ich eigentlich fast. Was, täglich? Das war ein. Und bin ich schon fast tot? Wollen wir verarschen? Fast tot, Mann. Oh ja, aber voll die Rocker-Klamotten schon. Das ist jetzt aber nicht der Jan Ernst, dass ich ja schon halb tot bin. Umziehen geht hier immer noch nicht, ne? Frechheit. Frechheit, Leute. Die kann man nicht anschauen, ne? Die Haare. Also ich spiele hier gerade aktuell mit 30 Frames. Zur Information. Es ruckelt ein bisschen, aber ich muss auch sagen, Stoßzeit. Also jetzt laden sich. What the fuck? Jetzt laden sich zurzeit auch alle das Spiel runter. Ich denke mal, da wird es noch einen Nachpatch bestimmt geben. Jus, was können wir denn für Schiffe nehmen? Holy fuck, warum. Oh Leute, boah, das geht gar nicht. Boah, das geht gar nicht, Leute. Ich habe hier einen Rover drin und eigentlich habe ich einen Cyclone. Und ich bin gerade richtig angepisst, weil der nicht da ist. Also ich hoffe mal, das ist dann etwas anders. Ohne Scheiß. Weil das geht mal gar nicht. Ich habe mich so auf meinen Cyclone gefreut. Ich meine, ich habe nicht den Standard, ja. Ich habe den RN, glaube ich, heißt der.
Aber das geht mal überhaupt nicht. Was hast denn du für mich? Kann ich mit dir nicht reden, oder? Make a delivery, make a pickup. Oh, it's gone. Ja, wie kann ich dich hier auswählen? Mach mir eine. Go ahead and set it down. Was ist das? Oh, Leute. Schade. Ja, toll, ich will jetzt nicht mit der fliegen. Let's go. Don't have all day. Okay, gibt es noch irgendwelche Klamotten? Wie viel Kohle habe ich überhaupt? Noch gar nicht geschaut, ne? F1? Bestimmt 5000, oder? Movie Class? Ja, 5000 war wieder klar. Ship. Kann ich hier auswählen? Saber Raven ist gesperrt. Wieso? Read only. Warum? Quantum Drive. Ey, da bin ich jetzt richtig angepisst. Warum habe ich denn bitte einen Rover, Mann? Leute, das geht mal überhaupt nicht. Das kann ja nicht sein, oder? Hey. Oh Mann. Rummel. Das pisst mich schon irgendwie an jetzt. Das pisst mich an. Gibt's jetzt neue Klamotten? Nee, nee, danke. Guck mal hier. Eine schöne Jacke. Pullover. T-Shirts. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall woanders kaufen. Jo. Dann gehen wir mal rüber zum Schiff. Fliegen wir eine Runde. Mal gucken, ob sich so ein bisschen was geändert hat. Vom Gefühl her. Was denn der? Ich habe immer noch 30 FPS. Das fühlt sich aber irgendwie nicht anders an als sonst. Die Grafik kommt mir vor, als ob es schärfer ist. Liegt vielleicht am Shader. Kann aber nur täuschen jetzt. So. Weil ich weiß, dass wir einiges gemacht haben. Oh, ich müsste doch schon längst tot sein, oder? Jetzt! Ohne Warnung! Eiskalt, Leute! Eiskalt! Ich denke so gerade so, ich hätte doch tot sein müssen. Hallo? Easy. Mann, easy, Leute. Easy. Ach, herrlich. Okay. Herrlich. Für die Götter war das gerade. Echt, ohne Scheiß. War echt für die Götter. So. Jetzt ziehen wir uns aber an. Anders gut. Aber nicht? Doch, da. Anziehen. Genau. Passt. Jetzt haben wir ein Ding an. Weapons. Ist leer. Okay. Da habe ich nur diese Pistole. Armors leer, Helm. Okay, da gibt es einfach nur das, was man hier hat. Das sind die Standardsachen. Alles klar. Gut, da gibt es halt nicht mehr. Also einfach nur zum Fliegen und Handeln reicht es in dem Sinne. Das ist in Ordnung. Das ist einfach aktuell so. Okay, jetzt gehen die FPS gerade runter. Das waren es gerade auf 15. Jetzt sind es wieder auf 35, 30. Ui, und hier habe ich, merke ich schon zum zweiten Mal, man kommt in die Nähe vom Hangar. Ach Quatsch, da muss ich hier raus. Man kommt in die Nähe vom Hangar und wackelt so ein bisschen. Okay, Leute, stört mich in dem Sinne noch überhaupt nicht, weil das ist immer noch eine Alpha. Von daher, wenn die das Spiel rausbringen, solange wie es nicht so wie bei Kingdom Come wird, was ich an sich ein super Spiel finde. Ich spiele es zwar nicht selber, aber schaue Let's Plays an wie ein Bekloppter. Und solange wie es nicht da so wird, dass sie das Spiel irgendwann mal bei SQ42 releasen und das laggt dann so wie jetzt, ist alles gut. Wo? Ich habe nicht gesaved, stimmt's, Leute? Scheiße, Mann. Ich bin einfach so rausgegangen. Scheiße. Oh, ich will, ihr müsst euch auch gerade denken, ey, der ist zu blöd, sich einen Anzug anzuziehen. Ne? Scheiße, die fallen gleich, ne? Es tut mir so leid. Das ist so ein Special, ja.
Ich muss eh noch das Gladius-Special machen. Also das Dankeschön-Special für die Unterstützung, dass ihr hier mich da mit meinem Promocode in dem Sinne unterstützt habt. Muss ich auf jeden Fall noch raushauen, aber wie gesagt, ich stream zurzeit sehr viel und die 3.0.1 war jetzt für mich nicht spielenswert mehr. Also hoffe ich mal, dass jetzt dann in Kürze vielleicht nochmal ein Patch kommt oder sich die Leitung hier ein bisschen entstört. Aber jetzt sind gerade die FPS okay gewesen beim Runtergehen. Da hat einer was gekauft. Dann mache ich auch dieses Let's Play, also was heißt dieses Let's Play, diese Vorstellung des Special. Ich muss auch noch die Mustang AMD vorstellen. Aber da wollte ich eben noch warten, bis ich glaube, wann ist das? Im 3.2er werden die Mustangs überarbeitet und ich hoffe, dass da die Omega schon dabei ist. Genauso wie die Titan. Ob sie die reinkriegen, ich hoffe es. Und dann schaut das ganz anders aus. Dann sage ich, okay, pass auf, da mache ich dann das Let's Play, dann lohnt es sich wenigstens, dann schaut es auch ein bisschen vielleicht, hoffentlich, ich hoffe, flüssiger aus und so weiter. Wir machen Ready. Cockpit schaut sehr cool aus. Sieht sehr sauber aus. Sehr hell vor allen Dingen. Mit die großen Dinger. Okay, das ist ein bisschen für Blinde, das hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht. Aber alles gut. Gut, dann schauen wir mal, ob wir starten können. Wenn wir da hoch. Ah, okay, er hängt noch ein bisschen. Ja, hängt noch ein bisschen. Passt, funktioniert. Also optisch sehr gelungen. Sehr gelungen, das Ganze wieder. Wirklich fein aus. Ich habe noch das Laufwerk, weil die Katze. Das Laufwerk. Ist das die große? Was? Reclaimer? Reclaimer war es, oder? Oder bin ich gerade blöd? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Was ist denn das? Ja, da 1000 Schiffe? Reclaimer, ja, alles gut. Das schaut aus, das Teil, ja? Sehr nice. Sehr schön. Sehr groß. Im Vergleich, wir können uns immer dazwischen stellen. Mal den ins Cockpit reinglotzen. Hier unten. Oh, der blendet so sehr. Da sitzt er drin, wo ist er? Da drin haben wir ihn. Seht's an? Jetzt können wir. Ich hoffe, dass er uns noch die Zeit lässt. Noch hinter scrollen, oder? Ah! Alter. Alt war das. Oder? Haben sie das verstellt? Huch! Nicht zurück! Falsche Richtung! Ist gerade hier. Irgendwas ging jetzt gerade nicht. Ist gerade nicht wohl so. Gerade nicht. Ich wollte nochmal die. Warum geht denn das jetzt nicht? Früher konnte man F4 drücken und dann mit dem Mausrad hinterscrollen jetzt. So. Und dann sehen wir mal, wie groß die ist, im Gegensatz zu meinem. Bums. Habe ich kleinen, wie heißt das so schön? Was? So ein Arm von dem. Habe ich da jetzt gleich so eine Warnung gekriegt. So rum. Und hinter Scrollen geht wieder nicht, oder? Ah, das ist aber ärgerlich, dass das gerade nicht geht. Das Wichtigste, was gehen soll, doch, jetzt geht's schon. Also, dies ist schon ein großes Ding. Schade, dass ich nicht noch weiter hinter scrollen kann. Jetzt bewegt sie sich. Und weg ist sie. Ah, kommst du locker rum.
Schauen wir mal, ob wir den nachspringen können. Das würde mich echt interessieren. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, da bräuchte ich so einen Quantum Point oder so. Würde mich echt interessieren, aber ich glaube, das geht nicht. Okay, dann springt eh nicht. Gut, dann lassen wir es sein. Wenn er nicht springt, dann suchen wir uns mal einen schnellen Fleck aus. Jela soll ja angeblich schöner ausschauen, haben sie gesagt, ne? Dann werden wir doch mal auf Jela springen. Ich bin nämlich gespannt. Und dann würde ich sagen, wir landen kurz auf Jela, schauen uns sowas an und dann gehen wir da, beende ich das sozusagen. Und wie zu erwarten, ja Leute, wie zu erwarten, ich bin schon meiner Reputation her schlecht. Quantum Travel initiated. Hab schon einen Punkt gekriegt, einen Punkt kassiert. Jetzt nicht so toll. Kann ja nichts dafür, wenn der dafür im Weg ist. So. Schauen wir mal. Das lädt das alles nach. Quantum Travel complete. Okay, Vollschub. Vollen Schub drauf! Also jeder schaut schon definitiv anders aus. Wollen wir gar nicht drüber reden mehr. Wir versuchen auf der hellen Seite noch zu landen. Mal schauen, wo ist denn die helle besser? Also nämlich, ich glaube, dass die hier besser ist. Ich will testen. Mal Schüsse testen. Jetzt lade ich einen EMP hoch. Mal gucken, wie der ausschaut. Das interessiert mich schon sowas. Dann fahren wir hoch her. Guck mal, der MP ist fast voll. Na komm schon, mach einen Vollspeed jetzt da hier. Was soll denn das? Arme Kröte! Flieg schneller! Gut. Dann drücken wir mal drauf auf den Knopf. Okay. Das haben sie nicht viel verändert. Ist aber auch ganz nett. Dann können wir nochmal von der Seite her schauen. Ja, warte. F4 war es und normalerweise. Okay, müssen wir so einstellen. Geht leider nicht anders. Dann können wir eigentlich einen Screenshot machen, oder? Trocken. Oder andersrum. Das klappt auch. Auf Fehler. So. Oder noch besser. Da müssen wir noch aufladen, sonst geht's leider nicht. Die Struktur kommt schon besser zur Geltung, sieht man schon die kleinen Felsen, die da jetzt schon hervorstechen. Schaut auf jeden Fall schon mal ganz anders aus. Hey, ich hab doch Charging. Schon leer? Warum? Bei dir mal sagen, ich kann nur einmal EMP machen. Was ist denn das? Nein, Leute. Okay. Einmal verballert, bitte. Gut, dann hilft sie. Dann müssen wir weiter. Dann müssen wir warten, bis wir unten sind. Dauert ein bisschen. Geht leider nicht schneller. Ich bin schon voll Fullspeed, glaube ich. Da geht noch mehr. Ui, da geht noch mehr. Aber schade, dass echt nur einmal EMP geht. Ich hätte gedacht, geht mehr. Naja, nicht so schlimm. Stealth, wer weiter runter. Maximal. Nur noch ein bisschen hier umschauen uns. Oh, was ist denn das? The Destination. Get to my position. Na, wir. Okay, Radar Scale. Ich glaube, das ist ganz angenehm hier. Da kann ich nicht drüber, sonst das Target oder so anvisieren. Geht leider nicht anders. Okay, das ist so typisch hier, aber warum das nicht geht?
Schade, finde ich wirklich schade, weil ich hätte jetzt schon gern nochmal auf. Wisser ist denn auf. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Aber man kann schön verstellen, also das finde ich schon cool. Wenn man das dann auch verstellen kann. Leute, ich bin noch schon im Fullspeed, Mann. Es dauert, ne? Es dauert. Aber das ist Realtime, Leute. Das ist nun mal so, ich arbeite ganz selten mit Cuts. Also wirklich nur dann, wenn man es auch braucht. Weil man soll ja auch ein bisschen was vom Gameplay mitkriegen, wie das so ist, das Gefühl. Und da passiert halt mal auch, dass man etwas reißt. Oder reisen muss und es ein bisschen länger dauert. Ich kann leider Quantum wird nicht gehen bis dahin. Wäre irgendwie geil, so ein paar Kilometer hinspringen, aber oh mein Gott. Es kommt schon näher. Finde ich schon nice. Also haben sie schon schön gemacht, haben sich Mühe gegeben. Ist nicht so flach. Früher war so das so die flache Pampe und dann. Und dann erst beim richtigen nahen Hinfliegen. Was dafür jetzt aber ist, ich weiß nicht, ob das jetzt permanent ist, dass sehr, sehr spät aufpoppt das Ganze. Und da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt oder ob sie es in den Griff kriegen. Und das würde mich schon sehr interessieren. Und wir gehen runter. Und wir haben noch 200 Kilometer, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich wieder laden, oder was? Charge der jetzt so bei mir. Sehe gar nicht. Doch, jetzt charge er wieder. So, die tatsächlich wieder auf. Machen wir ein bisschen Speed runter. So. Oh nein, das ist auf der anderen Seite. Jetzt kriege ich das mit. Beschiss. Das ist auf der anderen Seite. Oh Leute, das geht gar nicht. Nein! Ich kollidiere. Ach, verdammte Axt. Warum auch immer ich jetzt kollidiert bin. Ich konnte halt dann nicht mehr lenken. Ich kann generell nicht mehr richtig lenken. Ich weiß nicht mehr, was gerade liegt. So, jetzt. Jetzt bin ich im Minusbereich. Warum fliege ich denn jetzt im Minusbereich? Das ist noch die Nachwirkung, oder? Das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Aber. Sind wir in den P gestartet und passiert nichts? Der braucht ja irgendwie lange, warum auch immer. Irgendwie war ja das jetzt nix, habe ich das Gefühl gehabt. Gut, ist natürlich blöd. Ach nee, der ist noch da. Hä? Warte, habe ich das verpasst? Gut, Satz mit nix. Flieg mal weiter. Shield Critical, okay, alles klar. Shield is Critical. 150, okay, dann fliegen wir halt da rein jetzt. Muss es halt jetzt so gehen, das ist ein bisschen blöd. Schild lädt sich hier gerade auf. Landing Gears? Hä? Warum ist ein Landing Gear draußen? Landing Gear retracted. Irre. Wieder so ein Ding, was ich nicht verstanden habe jetzt gerade. Weil ich mich drückt nach unten, habe ich das Gefühl. Kann jetzt natürlich täuschen, aber es hat echt jetzt so, als ob es mich nach unten drückt. Und bei der Anziehung kann ich mir das nicht vorstellen. Anziehungskraft.
Aber vielleicht habe ich die Neigung vom Planeten nicht mitberechnet. War sehr ungeschickt, weil es mir wirklich zu spät aufgefallen ist. Und das ist auch ein bisschen ärgerlich. Aber mein Gott. Aus Fehlern lernt man, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Was ich zum Beispiel mitgekriegt habe, dass ich sehr gut damit jetzt umgehen kann, mit der Kameraführung. Früher habe ich immer, konnte man ja so rausklitschen aus dem Schirm, ja. Und dann konnte man nach hinten scrollen. Oder beziehungsweise war schon sehr weit hin. Jetzt muss man das so ein bisschen mit der Kameraführung machen. Aber das funktioniert auch ganz gut. Mit der 4 und fein nach hinten und so weiter kann man es auch sehr, sehr nett steuern. Jetzt fliege ich wieder nach oben. Man darf nur nicht vergessen, Y wieder zu drücken. Sonst geht das Ganze ein bisschen in die Hose. Wir haben noch 100 Kilometer, da darf ich noch ein bisschen Fullgas, Fullspeed geben. So 20 Kilometer, glaube ich. Können wir anfangen mit Bremsen. Gucken. Sehr ruhig, das Raumschiff. Ne? Kann nicht mehr schießen. Oh, wird schon schnell. Schauen wir, gehen wir noch ein bisschen vom Speed hoch. So, irgendein Problem hat er auf jeden Fall. Es wird irgendwas angezeigt. Ich gehe mal halben Speed jetzt. Gehen wir mal runter, schauen wir, was hier blinkt. Ob ich da irgendwas sehe. Ne, ist einfach nur blinken, weil ich einmal mein Heck im Pops ist. Was macht der? Nichts weiter. Okay, nichts weiter. Dann fliegen wir wieder Vollspeed. 50 Kilometer. Dauert noch ein bisschen, sind gleich da. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist eine längere Folge. Ich wollte einfach mal Jela anschauen und gucken, was es da so gibt. Ohne zu kämpfen. Ohne jegliche Handlung macht man ja manchmal so hin und her reisen, einfach mal zum Erkunden, wie was wo ausschaut. Und hier ist einfach die Kulisse, die ich sehen wollte. Es schaut schon feiner aus. Schon echt schön geworden. Jetzt dürfen wir runtergehen vom Gas. Das wäre mal ganz schön. 20 Kilometer. Aber das mit dem Cyclone gefällt mir immer noch nicht. Also da hoffentlich kommt da noch ein Patch raus. Weil es kann ja nicht sein, dass ich nicht den Standard Cyclone kriege, obwohl ich den RN habe. Und ja. Gucken wir mal. Jetzt kann ich Fullspeed wieder machen. 10 Kilometer noch. Aha, da oben an der Spitze oder wie? Emergency Shelters. Bin gespannt. Bei Eve ist es so, dann glaube ich, kann man ab Reichweite 5 Kilometer den anfragen. Wir probieren es mal hier auch aus. Auf F1 ist der jetzt. Ah, wenn du F1 und F2 drückst, ist es ein bisschen komisch. Genau, Kontakt. Wo machst du Landing? Okay, da geht mir nichts. Was? Warum macht er jetzt schon Landing Gear deployed? Sagt er jetzt automatisch, ich bin nur noch 3000 Meter weg? Und er darf nicht mehr schneller fliegen, oder wie? Sehe ich das so richtig? Mhm, da sieht man schon die Details unten am Boden. Ja, komm, da brauche ich doch kein Landing Deploy, oder? Was ist er noch? Landing Gear retracted. Das können wir immer noch abbremsen. Ja, und reicht immer noch locker. Wie ist denn das Ding gebaut? Ah, da. Okay. Dann ist es kein Wunder, dass das keinen Kontakt sozusagen hat, weil das ist ja nichts. Landing Gear deployed. Jetzt versuchen wir es trotzdem nochmal. Aber ich glaube, da gibt es niemanden. Ja, genau. Schade. Finde ich sehr schade, weil wirklich dahin und sagen, hey, okay, ich möchte da was abholen. Jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt muss ich versuchen, da zu landen. Von der Weite her müsste es einigermaßen passen.
Und das ist das, was mich leider immer noch stört. Ich glaube, wenn man die Joystick-Achsen eingestellt hat zum Landen, dann nimmt er den immer noch nicht richtig korrekt. Also der vertauscht die gerne dann. Oh, ich bin ja schon da. Das ging echt flott. Das ist ja wirklich winzig, das Ding. Ich war hier noch nie. Also auf jeder war schon, aber auf der Ecke war noch nicht. War noch der Mast. Ah, jetzt ist super. Aber es landen perfekt. Also das. Ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben, ob das dazugehört hat. Auf jeden Fall sehr nice. Hat mir gefallen. Boah, es sitzt schön auf. Ist noch still. Bin gespannt, wenn ich jetzt aussteige, ob das Ding abhebt. Aber das ist nice. Das gefällt mir. Ja, das schaut sehr stabil aus, das Ganze. Gefällt mir schon sehr gut. Pistol? Ist die Energy, ne? Ja. Im All, ja. Hier kein Ton, ne? Sehr dumpf das Ganze. Also ein bisschen komisch. Ist das an? Okay. Da bin ich gespannt, ob das so bleibt. Beim All gibt es ja eigentlich keinen Ton. Aber da, ich glaube, auf jeder haben wir eine ganz leichte Atmosphäre. Ein bisschen Frame Drops hier. So wie es ausschaut. Sonst wird es nicht so lecken. Jetzt müsste ich auch wieder Ton haben. Ah, das ist Kampfzone hier. Ah, okay, da haben wir schon Ton. Sau stark, was haben wir hier? Drop. Stow Carry. Okay, das ist aber nicht das. Das ist die Pistole, oder? Okay. Und hier kann ich mich sozusagen heilen, oder was? Kann ich das auch wieder einstecken? Nur so, oder wie? Stow Carry. Okay. Emergency. Das ist wirklich nur so eine Rettungskapsel oder was? Der Fleck zum Ausruhen und zum Ausloggen. Schade. Ich hätte gedacht, ich kann hier irgendwas abstauben. Das finde ich echt schade jetzt. Und was ist jetzt Carry? Was hat er jetzt bei Carry gemacht? Eingesteckt. Hä? Verstehe nicht ganz. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Carry und. Oh. Ups, falsche Taste gedrückt. Okay, ich verstehe es gerade nicht. Aber alles gut. Hallo? Jetzt spinnt er gerade bei mir. Jetzt habe ich gerade einen Bug. So. Gut, das war's schon. Mehr gibt es leider nicht. Und bei Carrie habe ich scheinbar die Pistole weggeschmissen, so wie es ausschaut. Warum auch immer. Das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Und lass mich raten, ich finde die hier nicht mehr wieder. Die ist weg. Weil hier stand hier. Und hier ist aber nichts mehr. Doch, da. Nee. Ach, das ist unterhalb. Ach Mann. Bin ich blöd. Ja, also die Gun ist weg. Die habe ich gerade weggeschmissen. Gucken wir mal hier rein. Aber ich meine, dass ich die weggeschmissen habe. MT, genau. Also die habe ich tatsächlich gerade weggeschmissen. Und Waffe carryen ist scheinbar gebuggt. Verbuggt. Ich kann mal draußen gucken dann. Bin ein bisschen blöd. Weil auch wenn ich meine Waffe carry, ja, auch wenn ich sie wegschmeiße, müsste ich ja sie trotzdem wiederfinden. Aber die ist hier tatsächlich weg. Ich könnte jetzt einen Report machen, aber ich glaube, der bringt hier gar nichts, weil ich eben. Ach doch. Doch, ich könnte sogar einen Report machen. Ich hab's auf Video. Cool. Dann machen wir einen Report, Waffe gecarried. Finde ich cool. Okay. Dann mache ich hier auf jeden Fall Schluss. Ihr hört das nächste Mal von mir. Wir machen hier noch einen schönen Screenie. Ich hoffe, der hat funktioniert. Ansonsten nur 11:11. Okay, mal schauen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht.
Und wenn ihr mehr sehen wollt, tippt es rein, was ihr sehen wollt, gerne. Und wie gesagt, ich bin auch mit Twitch unterwegs und spiele alle möglichen Games. Ansonsten gibt es nicht so viel zum Sagen. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr dabei seid, weil ich mag das Community-Geplänkel sehr gern. Von daher, jo, lasst es mich wissen, ne? Jetzt machen wir hier noch einen schönen Screenie, so in die Kamera rein. Nein, jetzt habe ich es vertan. So, nochmal. Und zack. Alles klar, haut rein, Leute. Tschüss, tschüss. Und es wird kein Cut geben, also sehr langer Teil. Warum sage ich das zum Schluss? Tschüss.